Kontraste, Form und Farbe in Spannung. So heißt eine neue Ausstellung im Kunstverein Bad Godesberg. Die beiden Künstler, Markus Kneip und Walter Kreuzberg, arbeiten in sehr unterschiedlichen Stilen und mit unterschiedlichen Materialitäten, wie die Museumspädagogin Irina Wisthoff anlässlich der Vernissage erläuterte. Da stellen zwei Künstler gemeinsam aus, die wirklich aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen der Kunst kommen. Alphabetisch genau möchte ich mit Markus Kneip anfangen, der in Andernach lebt und arbeitet und, wie Sie schon festgestellt haben, sich vor allem in Tuschemalerei auch verbunden mit Zeichnungen ausdrückt. Für mich sprechen seine Werke eine seltsam vertraute, abstrakt biomorphe Formensprache. Und diese empfundene Vertrautheit erkläre ich mir durch die Inspiration aus der Natur und der Lehre des Zen heraus. Dieses kleine und doch so aussagekräftige Werk ist für mich ein Statement für das Talent von Markus Kneip, die Haptik und sinnesentfaltende Wirkung der Tusche auf dem Papier zur vollen Wirkung zu bringen. Die tiefe Schwärze der Tusche auf rotem Grund lädt mich ganz persönlich förmlich zum Streicheln ein. Walter Kreuzberg, der in Alfter lebt und arbeitet, hat in der Gegenstandslosigkeit der konkreten Kunst ein Zuhause für seinen künstlerischen Ausdruck gefunden. Dabei dienen ihm Malerei, Collage und Linolschnitt als Techniken seiner von intensiver Farbigkeit geprägten Werke. Farbschichten werden auf Leinenpapier ausgerollt, übereinander gelegt, um zufällige oder gewollte Effekte zu erzielen. Flächen und Formen werden bis zu dem Künstler visuell erfüllenden Ergebnis miteinander verschoben, zerstört, neu kombiniert und kontrastiert. Also Zufall ist sicher, ein bisschen Zufall sind die Ränder, die nicht berechenbar sind, in etwa schon. Das Überrollen von hier ist es ein Gelb gewesen oder ein Zinnober mit einem Echtrot. Hier ist es, hier kann man es leider, ist es auch ein Grün untermalt, unterrollt, mit einem Blau drüber. Das ist Zufall hier. Alles andere ist wirklich gewollt und konkret. Also organisch mal auf jeden Fall, das sieht man den Bildern ja auch an. Zen, ganz klar, schon diese Reduktion auf das Wesentliche, auf die Essenz der Dinge. In dem Geiste mache ich meine Bilder eigentlich auch sehr stark. Ja? Und kalligrafisch, sicherlich viele Leute erinnert das an Kalligrafien, aber ich sage, es geht zwar in die Richtung, aber ich kann auch genauso sagen, da geht es informelle Malerei, was mir eigentlich lieber ist. Weil Kalligrafie ist für mich Schriftzeichen. Und das hier sind eigentlich jetzt mehr Symbole, Zeichen übergeordnet, die jetzt nicht unbedingt was mit Schrift zu tun haben müssen. Die Ausstellung Kontraste, Form und Farbe in Spannung kann noch bis zum 20. Juni 2016 besucht werden. Und die beiden Künstler freuen sich natürlich ganz besonders, wenn am Ende der Ausstellung das ein oder andere Kunstwerk mit einem kleinen roten Punkt gekennzeichnet ist.